War das jetzt nochmal das Os parietale oder Os maxillare oder Os mandibulare? Ich habe irgendwie keine Ahnung mehr. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Und du musst vielleicht aktuell auch Anatomie lernen, musst dir Knochen einprägen, musst vielleicht ganz speziell die Schädelknochen hier einprägen. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen und wollen wir zusammen uns die verschiedenen einzelnen Schädelknochen so einprägen, dass du die auch langfristig dir merken kannst und nicht mehr so schnell vergisst und auch nicht mehr verwechselst. Also fangen wir gleich an mit dem ersten Schädelknochen, dem Stirnbein, dem Os frontale. Das ist hier der Knochen hier vorne. Ich werde hier oben dir auch nochmal die Grafik von dem Schädel einblenden, damit du auch immer die Übersicht behältst, wo welcher Knochen ist. Also hier Stirnbein, Os frontale. Wie können wir uns das jetzt zum Beispiel ganz einfach einprägen? Os frontale klingt wie Frontscheibe und du könntest dir vorstellen, wie du mit deinem eigenen Schädel oder stellst dir vor, wie dieser Schädel gegen eine Frontscheibe, gegen eine Windschutzscheibe von einem Auto knallt und du spürst vielleicht selbst den Schmerz, bei dir entsteht eine Beule, es blutet vielleicht sogar, je mehr Emotionen, je mehr Sinne dabei sind, umso besser prägt sich das dann ein. Also der erste Knochen, Os frontale. Hier oben werde ich dir auf jeden Fall nochmal einblenden, die Übersicht von dem Schädel und den Schädelknochen, dann behältst du auch immer die Übersicht. Ja, und ganz kurz noch, bevor wir jetzt die anderen Schädelknochen noch besprechen und uns merken, welche Lerntechnik haben wir hierbei verwendet? Diese Lerntechnik heißt Schlüsselwortmethode. Wir haben auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Schau dir gerne mal die Videos hier auf unserem YouTube-Kanal dazu an. Und wie funktioniert das Ganze? Die Schlüsselwortmethode besteht darin, dass man sich ein Schlüsselwort sucht und das dann mit der entsprechenden Bedeutung, mit dem Fachbegriff, mit der Übersetzung verknüpft. In unserem Fall sind die Schlüsselworte, die wir uns suchen, Bilder zu den entsprechenden Knochen. Und diese Bilder verknüpfen wir dann direkt am Schädel an der entsprechenden Stelle. Ja, und das als kleinen Funfact noch, das ist übrigens auch die gleiche Lerntechnik, die ich bei einem meiner zwei Gedächtnisweltrekorde verwendet habe, die ich auch später dann im Bio- und Medizinstudium sehr intensiv angewandt habe, neben den Gedächtnistechniken. Und du kannst die auch jetzt hier beim Schädel anwenden, aber auch bei weiteren Anatomiesachen, bei anderen Themen immer dann, wenn du einen Fachbegriff mit einer Übersetzung, mit der Bedeutung verknüpfen möchtest. Okay, jetzt aber weiter mit den Schädelknochen. Der zweite Schädelknochen können wir uns einprägen hier oben, Os parietale. Parietale klingt vielleicht im Englischen so ähnlich wie Parents und du könntest dir vorstellen, wie auf deinem Kopf hier oben deine Eltern sitzen oder herumreiten und oh, die sind so schwer, dass du kaum laufen kannst. So können wir uns merken, Os parietale klingt wie Parents im Englischen und können uns die Eltern hier oben auf unserem Kopf vorstellen. Ja, und diesen Knochen nennt man auch im Deutschen Scheitelbein und da ja die Leute, die einen Scheitel tragen, ja auch hier oben ihren Scheitel normalerweise haben, kann man sich es auch ganz einfach so merken, Scheitelbein ist hier direkt oben am Kopf. So, weiter geht's mit dem nächsten Knochen, dem Hinterhauptbein, hier dem hinteren Schädelknochen. Wie können wir uns das mal merken? Das Ganze oder dieser Knochen heißt Os occipitale. Occipitale klingt für mich vielleicht wie Ochse, occipitale. Und du könntest dir vorstellen, wie dir hinten in deinen Schädel ein Ochse reinrammt und es tut vielleicht auch wieder weh, es blutet, oh, du bist Schmerz und Blut überströmt. Ja, und so können wir uns mit dem Ochsen merken, dass das Hinterhauptbein, also der hintere Schädelknochen, Os occipitale wie Ochse lautet. So, dann geht es weiter mit dem Os temporale, dem Schläfenbein. Das ist hier um dieser Ohrregion herum, also ungefähr hier. Und wie können wir uns das merken? Os temporale klingt so ähnlich wie Tempo, vielleicht Tempo-Taschentuch. Os temporale. Und du könntest dir vorstellen, wie du dir hier vielleicht hinter dem Ohr lauter Tempo-Taschentücher rausziehst. Und du denkst irgendwie, das ist skurril, warum hinter deinem Ohr hier lauter Tempo-Taschentücher rauskommen. Und so kannst du dir eben mit den Tempo-Taschentüchern ganz einfach merken, dass das Schläfenbein eben das Os temporale ist. So, als nächstes merken wir uns das Keilbein, das Os sphenoidale. Es befindet sich ungefähr hier. Ich kann dir auch empfehlen, nimm dir irgendeinen Anatomieatlas, schlag die Seite mit den Schädelknochen auf, dann kannst du es auch nochmal expliziter in deinem Buch nachverfolgen. Das ist dann auch nochmal einfacher, genau zu sehen, wo jetzt genau welcher Knochen verläuft. Okay, also das Os sphenoidale liegt unterhalb vom Os frontale und Os parietale. Direkt auf der Grenze zwischen Os parietale und Os frontale unterhalb. Wie können wir uns das merken? Os sphenoidale, vielleicht kennst du einen Sven, dann könntest du dir hier vorstellen, wie dir der hier vielleicht den Vogel zeigt und so an das Os sphenoidale klopft. Oder Sven wie Seven, könntest du
dir vielleicht eine 7 oder die 7 Zwerge vorstellen, wie die eben vielleicht Schnupfen haben und vom Os Temporale, das ja hier hinten war, sich die Taschentücher klaut und sich die Nase putzen. Also das Kahlbein heißt eben Os Svenoidale, wie 7 oder wie die 7 Zwerge oder vielleicht wie ein Sven, der dir den Vogel zeigt. Okay. Wie gesagt, am einfachsten ist es, du verfolgst das Ganze auch nochmal in dem Anatomie-Atlas, dann wird es einfach für dich noch klarer, wo wirklich genau welcher Knochen verläuft. So, kommen wir zum nächsten Knochen, zum Jochbein, zum Os Zygomaticum. Zygomaticum klingt vielleicht wie Ziege und du stellst dir vor, das ist hier auch dieser Knochen identisch, wie die hier eine Ziege an diesem Backen hängt und dir vielleicht diesen Backenknochen herausreißen will und es tut weh und hier hängt die Ziege an deinem Backen und so kannst du dir merken, die Ziege, Os Zygomaticum. So, dann noch zwei Knochen, die man gerne verwechselt und vielleicht nicht mehr genau weiß, wie die einzelnen lateinischen Begrifflichkeiten sind, und zwar Oberkiefer- und Unterkieferknochen, Os Maxillare und Os Mandibulare. Wie können wir uns das jetzt ein für alle Mal so merken, dass wir es nicht verwechseln? Du könntest dir zum Beispiel für Os Maxillare vorstellen, vielleicht kennst du einen Max oder eine Maxi, und die ist vielleicht so wütend auf dir, dass du dir hier oben auf den Kiefer schlägt und dir die ganzen Oberzähne rausfallen. Oder du könntest dir vielleicht einen maximalen großen Oberkiefer vorstellen, maximal groß wie Maxillaris. Und so weißt du, okay, Oberkiefer maximal groß oder jemand schlägt dir, der Maxi oder Maximilian heißt, auf den Oberkiefer. Dann noch der Unterkiefer, Os Mandibulare. Wie kannst du dir das merken? Du könntest dir vorstellen, wie hier am Unterkiefer dir lauter gebrannte Mandeln wie Mandibulare herausfallen und so könntest du dir einprägen. Vielleicht stellst du dir noch vor, wie du diese Mandeln hier auffängst und oben wieder reinsnackst, dass der Unterkiefer Os, wie die Mandeln, Os Mandibulare heißen muss. So, dann gibt es noch das Os Nasale, das Nasenbein, bei mir ein bisschen, sage ich mal, größer ausgeprägt, weil schon der ein oder andere Basketball drauf gescheppert ist. Okay, Os Nasale, du könntest dir einfach vorstellen, wie dir vielleicht deine Nase immer größer hier oben wächst und wächst, wie Pinocchio. Und so kannst du dir merken hier, wo die Nase immer größer wird, Os Nasale, wie die Nase selbst. Ist eigentlich ganz einfach. Dann noch zwei Knochen, die würde ich dir empfehlen, auch nochmal im Anatomie-Atlas nachzuschauen, wo die genau liegen. Das eine ist das Tränenbein, das Os Lacrimalis, hier innen, also ja, hier ungefähr. Und Lacrimale heißt ja im Lateinischen auch Tränendrüse, aber du könntest dir es auch so vorstellen, du schmierst dir hier Lack wie Lacrimalis hier ins Auge und dann tränst du natürlich und weinst und hier fließen hier die Tränen herunter. Und so kannst du dir merken, hier am inneren Auge, Os Lacrimale wie Lack. Okay, und hinter dem Os Lacrimale gibt es noch das Os Ethmoidale, das Siebein. Wie kannst du dir das merken? Os Ethmoidale würde mich zum Beispiel an Edmund Stoiber wie Ethmoidale erinnern und der sitzt dir vielleicht da hinten im Auge drinnen, in der Augenhöhle und so könntest du dir merken, wie der vielleicht auch siebt, dann weißt du auch den deutschen Begriff Siebein, denkst dir, boah, irgendwas ist im Auge und dann guckst du und ziehst auf einmal den Edmund Stoiber heraus und so weißt du, okay, hier hinten ist das Os Ethmoidale. So, das waren jetzt zumindest schon mal die wichtigsten Schädelknochen. Du kannst dir auch, und das kann ich dir auch empfehlen, wenn du jetzt dir vielleicht andere Strukturen, Knochenstruktur einprägen möchtest, dass du dir einfach deine eigenen Bilder überlegst. Vielleicht waren manche Bilder, die ich dir vorgeschlagen habe, für dich nicht ganz so intuitiv. Dann kannst du dir natürlich auch deine eigenen Bilder dazu überlegen. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, versuch die Sachen wirklich gut zu verknüpfen an den Stellen. Auch so, dass es eindeutig ist, an welchen Stellen das jetzt gewesen sein muss. Die Eltern, die hier oben drauf reiten und so weiter, der Stier, die dir hinten in den Schädel reinspießt und nicht vorne, dass das wirklich eindeutig ist und du auch wieder mit Hilfe der Bilder genau darauf kommst, wo welcher Schädelknochen dann ja liegt. Ja, noch ein kleiner Tipp, man muss sich ja auch zum Teil von den einzelnen Knochen, auch jetzt nicht nur am Schädel, Details merken, Knochenvorsprünge und so weiter und auch für diese Details kannst du dir Bilder überlegen und diese Bilder kannst du dann an diesem Knochen ablegen, an dieser genauen Stelle, kannst du dir vielleicht auch eine kleine Geschichte einprägen, so ähnlich wie wir es hier gemacht haben beim Os Temporale, dass das Os Temporale mit dem Os Svenoidale irgendwie interagiert, weil zum Beispiel die sieben Zwerge sich die Taschentücher geklaut haben und so weiter und so weißt du dann auch die Lagebeziehungen, was nebeneinander gelegen haben muss und so weiter. Also kleiner Tipp, probier das einfach mal auch aus bei anderen Knochen und schreib gerne in die Kommentare, wie es für dich jetzt funktioniert hat, ob du die Knochen, die wir besprochen haben, jetzt auf jeden Fall alle noch ja, drauf hast. Mach gerne nach dem Video mal selbst für den Test, mach die Augen zu, überleg dir an deinem eigenen Schädel, wo hast du dir welche Bilder, welche kleinen Szenen und Geschichten gemerkt
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall noch alle Schädelknochen jetzt kannst und die auch langfristig abgespeichert hast. Wenn du jetzt außerdem noch weitere Anatomie-Gedächtnispaläste, Lerntechniken, die wir schon an anatomischen Themen angewandt haben möchtest, dann schau gerne mal auf unseren YouTube-Kanal hier vorbei oder klick dich mal einfach durch. Wir haben zum Beispiel auch noch zu Terminologie, wie du allgemein auch Fachbegriffe dir einprägen kannst. Wir haben zum Plexus brachialis, eines der meistgeklicktesten und bekanntesten Videos von uns, wie du dir auch Nerven einprägen möchtest. Wenn du noch viele weitere Nerven, Arterien und so weiter ja, haben möchtest und dazu auch schon vorgefertigte Merkhilfen, vor allem auch Gedächtnispaläste, Merkvideos dazu haben möchtest, dann schau auch gerne mal in unserem Online-Lernpaket vorbei. Da haben wir, wie gesagt, schon ganz viele anatomische Themen wie Arterien, Nerven und so weiter abgehandelt und für dich schon quasi Merkvideos gepackt, aber auch ganz, ganz viele biochemische Themen, falls du vielleicht auch Biochemie lernen musst. Genau. Dann noch eine kleine Bitte. Wenn du Herr Hippocampus oder mich ganz persönlich unterstützen möchtest, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es für dich nicht eh schon Routine geworden ist, wenn dir auch das Video geholfen hat. Und vergiss auch nicht zu abonnieren und das Glöckchen vor allem zu aktivieren. Wenn du das Glöckchen nicht aktivierst, kann es sein, dass dir gar nicht alle Videos vorgeschlagen werden und das wäre natürlich schade. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen, viel Spaß beim Ausprobieren, beim Anwenden von der Schlüsselwortmethode, vor allem dann eben beim Lernen von Anatomie. Ich wünsche dir viel Spaß, weiterhin viel Erfolg in deinem Studium und wir sehen uns bald im nächsten Video. Mach's gut, ciao.